Intro ist durch, da bin ich wieder. Ihr seht, ich grinse über beide Ohren hinaus bis hierher, denn ich bin absolut geflasht. Obwohl, geflasht kann man nicht sagen. Ich bin absolut durchgeräuchert, durchgenebelt. Der Smoky Wolf von Martina hat es mir echt angetan. Ich habe, wann war es? Vor ein paar Tagen nur bei Software Zone. Der Uwe hatte in so einem kleinen Video hier dieses Ding hier vorgestellt. Und ich dachte, was ist denn das für ein geiler Scheiß, ja? Das ist die neue Stufe der Tracer, eine neue Zeitrechnung hat mit dem Smoky Wolf begonnen. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Und ich erinnere mich, ich glaube, das war auch Software Zone vor zweieinhalb Jahren. Da hatte ich vom Uwe den Wosport Spitfire bekommen. Das war der erste Tracer mit Muzzle Flash Generator, ja, wo man dann halt auch so einen schönen Flammeffekt hatte. Vorausgesetzt, man hatte eine Gas Blowback gehabt. Bei AEGs, SAEGs und Springers sah das nicht so gut aus. Aber die Zeiten sind jetzt zu Ende. Denn hier der Smoky Wolf. Smoky, das ist der Programm, da ist eine verbaute Nebelmaschine mit dabei. Wenn die Kugel den Sensor trifft, wird Nebel erzeugt und noch ein Flash, sodass man wirklich so richtig schönen Effekt hat, wie man das auch bei der Gas Blowback haben. Also eigentlich für jeden, der auf dieses Effekt steht, ist das hier ein Must-Have. Aber ich bin ja schon wieder fast am Ende, am Fazit und meiner Kaufempfehlung. Ich bin schon wieder durcheinander, weil ich wieder unkonzentriert bin. So, fangen wir jetzt mal ganz langsam an. Fangen wir mal ganz von vorne an. Also, Kostenpunkt, ca. 150 Euro zu beziehen bei Software Zone. Mache ich euch einen Link unten in die Videobeschreibung. Schlag zu. Ja, wer darauf abfährt, schlag zu. Unglaublich. Aber ja, ich bin schon wieder am Schwafeln. Fangen wir erstmal mit dem Lieferumfang an. Der Smoky Wolf kommt hier in dieser schwarzen Pappschachtel. Wenn ich die mal aufmache, haben wir hier zunächst eine Anleitung in Englisch und Chinesisch, wo alles draufsteht, wie ihr hier mit dem Tracer umzugehen habt. Dann sauber verstaut der Tracer selber hier oben. Ich nehme die mal raus. So sieht er aus. Da gehen wir natürlich gleich näher drauf ein. Dann haben wir hier noch ein USB-Ladekabel, um den Tracer aufzuladen. Und dann haben wir hier nochmal zwei leere Plastikfläschchen. Die hole ich auch nochmal raus. So sehen die aus. Da kommt die Nebelflüssigkeit rein. Die ist im Lieferumfang nicht mit dabei, kostet aber nicht die Welt. Ich habe hier zum Beispiel hier für meine Nebelmaschine von Eurolight die Nebelflüssigkeit, kostet so um die 17, 18 Euro einen Liter. Gibt auch große Kanister, da könnt ihr wieder Geld sparen. Aber wer wirklich den Tracer hier nur benutzt, da reicht eine Literflasche locker aus. Da könnt ihr ja mit einer Füllung hier so um die 10.000 bis 7.000 Schuss machen. Dann müsst ihr erst wieder Nebelflüssigkeit nachfüllen. Und ich sage euch, das hält hier ewig. Schauen wir uns den Tracer, Muzzle Flash und Raucherzeuger mal etwas genauer an. Der kommt hier in diesen Schalldämpferkleidchen. Wir haben hier so ein Außengehäuse, was an einen Schalldämpfer erinnert. Das Ganze ist hier aus Aluminium gefertigt mit einer Gesamtlänge von 165 mm und einem Durchmesser von 35 mm. Vorne haben wir hier Öffnung drin, sodass hier die LEDs, die diesen Muzzle Flash erzeugen, auch genug Raum haben, sich zu entfalten. Ja, und hier natürlich in der Mitte die Öffnung für die 6 mm BB und den Qualm, der da rauskommt. Ich schraube das mal hier hinten ab, denn dann kommen wir zum eigentlichen Tracer. So, das Ganze ist hier nochmal durch so eine Feder gesichert. Damit hier der Tracer fest sitzt. Jetzt hole ich den mal raus. So sieht eigentlich die eigentliche Tracer-Einheit aus, auch aus Aluminium gefertigt. Hier haben wir jetzt eine Länge von 113 mm und einen Durchmesser von 32 mm. Das Schöne ist, ihr könnt jetzt natürlich diesen Tracer jetzt auch in andere Schalldämpfer reinschieben, wenn sie den Durchmesser haben, beziehungsweise das auch noch ein bisschen anpassen, wenn es größer ist. Und dann könnt ihr sozusagen euren Lieblingsschalldämpfer auch noch mit diesen Effekten ausrüsten. Finde ich absolut fantastisch. Ja, Gewicht haben wir hier einmal 88 Gramm. Mit dem ganzen Schalldämpfergehäuse darüber haben wir 194 Gramm. Der Tracer arbeitet hier mit einem verbauten Akku, den ihr hier mit dem Ladekabel aufladen könnt, der im Lieferumfang enthalten ist. So sieht das Ganze aus. Und hier, schaut euch das mal an.
Da haben wir schon meinen ersten Kritikpunkt. Warum ist das hier kein USB-C? Das hier ist nicht mehr zeitgemäß. Und zumal, wenn man das hier verliert, muss man sehen, dass man hier für dieses Ladekabel Ersatz bekommt. Von daher wünsche ich mir für die nächste Generation, macht das hier auf USB-C. Ja, laden geht aber einfach. Hier USB ans Stromnetz anschließen. Dann nimmt er hier den Stecker, steckt das hier in diese Öffnung. So. Und dann beginnt der Tracer zu laden. Wir sehen hier diese grüne LED, das heißt, der Tracer ist bereits komplett aufgeladen. Würde das jetzt hier rot leuchten, heißt es, dann lädt der Tracer. Ihr seht, es ist grün, ich bin vorbereitet, der Tracer ist voll. Wir haben also Zeit für genügend Action. Kommen wir zum Thema Nebelmaschine bzw. Betanken hier von dem Tracer mit Nebelflüssigkeit. Da haben wir hier an dieser Stelle so einen kleinen Gummistutzen, den müsst ihr rauspolken. So, ich nehme das mal hier, so sieht er aus. Und hier kommt mein zweiter Kritikpunkt. Das Ganze ist ziemlich filigran und ja nur drauf gestopft. Das heißt, wenn das nicht so richtig drinne sitzt, kann euch die ganze Nebelflüssigkeit hier raussuppen und ja vielleicht sogar das Gerät zerstören. Von daher immer darauf achten, dass dieser Stutzen richtig fest drinne sitzt. Vielleicht sogar zur Sicherheit auch nochmal so ein Tesafilm rüber machen, damit ihr auf der sicheren Seite seid. So, das Ganze ist jetzt offen. Jetzt zeige ich euch mal, wie das funktioniert. Und zwar ist im Lieferumfang hier dieses Fläschchen enthalten. Ich mache das mal hier ab mit einer Metallröhre. Hier schraubt ihr die Flasche auf und dann kommt hier eure Nebelflüssigkeit rein. Hatte ich euch gesagt, ungefähr ein Liter kostet 18 Euro. Und wenn ihr hier eure Flüssigkeit habt, dann setzt ihr hier einfach ein und dann, ja, durch Drücken macht ihr dann die Nebelflüssigkeit rein. Und dann ganz wichtig, wenn ihr fertig seid, hier wieder den Stopfen nehmen. Richtig fest draufdrücken, dass es fest ist. Und dann seid ihr bereit. Bei der, bei dieser Nebelmaschine kann man drei Stärken einstellen. Also richtig Fettqualm, mittlerer Qualm oder nur ganz wenig. Je nachdem, was ihr einstellt, könnt ihr mit einer Füllung 15.000, 10.000 bzw. 7.000 Schuss mit Qualm machen. Schauen wir uns nun die Bedienung und die Funktionsweise vom Smoky Wolf etwas genauer an. Wir haben hier innen auch einen 14 mm Negativgewinn. Das heißt, ihr könntet diesen Tracer auch ohne Gehäuse an eine Airsoft schrauben. Würde ich an eurer Stelle aber nicht machen, weil dann die Gefahr besteht, dass ihr hier auf jeden Fall diesen Stöpsel hier verliert. Von daher immer das Gehäuse verwenden. Gehäuse hat übrigens auch 14 mm Negativgewinn. Was ich jetzt hier schade finde, dass wir hier nicht noch einen 11 mm Adapter mit an Bord haben, sodass wir das auch an Pistolen ranschrauben könnt, müsst ihr euch also separat kaufen. So, kommen wir an zu den Bedienelementen. Da haben wir einmal hier auf der Seite den An- und Ausschalter und auf der Seite hier den Knopf, um die Modis durchzuschalten. Wenn ich es ein bisschen seitlich halte, seht ihr, der Knopf und der Schalter sind ziemlich tief im Gehäuse. Ich habe nicht die Chance, hier mit meinen dicken Wurstfingern hier den Tracer anzuschalten, noch hier den Knopf zu drücken. Da muss man irgendwas Kleines, Spitzes nehmen. Ich habe hier mal eine Pinzette. Auch hier wieder ein Wunsch an das Nachfolgemodell, dass man hier die Knöpfe ein bisschen weiter rausholt, dass man das auch mit den Fingern machen kann. So, schalten wir ihn mal an. Dazu den Hebel einmal nach unten drücken. Jetzt sehen wir hier eine grüne Kontrollleuchte. Der Tracer ist bereit. Noch was Schönes, was der Tracer hat. Wir haben hier eine Energiesparfunktion. Wenn der Tracer 5 Minuten lang sich nicht bewegt, schaltet sich das Ganze komplett ab. Sobald hier wieder Bewegung zu sehen ist, blinkt das hier mal ganz kurz und dann ist der Tracer sofort wieder einsatzbereit. Ist eine schöne Sache, damit ihr hier den Akku nicht leer frisst, wenn ihr vergessen habt, mal den Tracer auszuschalten. So, wie gesagt, Tracer ist jetzt aktiv, grünes Lämpchen leuchtet. Wir haben hier verschiedene Modis. So wie er jetzt hier geschaltet ist, haben wir jetzt nur Rauch ohne. Kein Tracer, kein Muzzle Flash. Ich zeige euch das mal. Ich nehme mal hier so ein Stäbchen. Wenn ich das hier reinschiebe, löse ich den Sensor aus und auch die Nebelmaschine. So sehen wir erstmal nichts. Wir müssen ein bisschen mehr machen, weil wir haben den minimalen Modus. Ja. Jetzt können wir schon ein bisschen Qualm sehen. Könnt ihr das sehen? Finde ich noch am authentischsten, weil so eine echte Waffe qualmt ja auch nicht wie irre. Und wenn wir hier mit Dauerfeuer machen,
kommt der Effekt schon ganz, ganz echt raus. Ich zeige euch das natürlich nachher auch nochmal in Bewegung. Ja. So, wem das aber zu wenig ist, der kann jetzt hier noch weiterschalten. In diesem schwachen Modus könnt ihr mit einer Füllung 15.000 Nebelauswürfe machen. Wenn ihr jetzt mehr Nebel wollt, müsst ihr jetzt den Knopf nehmen, einmal drücken. Jetzt blinkt die Kontrollleuchte zweimal, das heißt, wir sind jetzt in der mittleren Stufe und die ist jetzt schon gar nicht mal schlecht, wenn ich jetzt hier... Ja, jetzt kommt ordentlich Qualm raus. Und wem das jetzt immer noch zu wenig ist, wie gesagt, hier mit der mittleren Stufe könnt ihr so um die 10.000 Schuss machen. Dann gibt es jetzt noch die nächste Stufe, einmal drücken. Jetzt blinkt das dreimal. Und jetzt haben wir volles Fund. Jetzt qualmt das richtig ordentlich ab. Und wenn wir jetzt nochmal drauf drücken, einmal kurz, blinkt es einmal und dann haben wir wieder das Schwache. So, jetzt haben wir noch weitere Funktionen. Und zwar können wir jetzt noch den Muzzle Flash hinzuschalten. Dazu müsst ihr den Knopf einmal länger gedrückt halten, bis es blinkt. So, jetzt sind die LEDs hier vorne aktiv. Das heißt, wenn ich jetzt den Stab durchschiebe, blinkt es. Könnt ihr jetzt einen richtig schönen Effekt mitmachen. Um den Muzzle Flash wieder abzuschalten, müsst ihr einfach wieder nur gedrückt halten. Dann blinkt es einmal kurz und der Muzzle Flash ist abgeschaltet. So, wenn wir jetzt die Tracer-Funktion aktivieren wollen, müssen wir zweimal kurz auf den Knopf drücken. Jetzt seht ihr, geht das UV-Licht an und jetzt haben wir Tracer und Qualm. Und jetzt kann ich natürlich auch hier wieder einmal gedrückt halten. Und jetzt haben wir Muzzle Flash, Tracer und Qualm. Also hier könnt ihr euch das Ganze so einstellen, wie es euch gefällt.
Ja, was sagt ihr? Seid ihr auch so hin und weg wie ich? Also ich denke mal, Bilder sagen definitiv mehr als Worte hier beim Martina Smoky Wolf. Das ist für mich persönlich ein Highlight, was ich dieses Jahr nicht erwartet habe. Hammer, das ist genau das nach meinem Geschmack. Von daher, mein persönliches Fazit und meine persönliche Kaufempfehlung, wer darauf abfährt, holt euch das Teil. 150 Euro ist eine ganze, ganze Menge Geld, aber es ist episch, ja. Also, es macht so viel, viel Spaß. Und ich denke mal, ihr macht hier nichts falsch. Dennoch gibt es auch ein paar Pros, ein paar Negativpunkte und auch ein paar Neutralpunkte. Die will ich euch gerne auch nochmal sagen. Pro Punkt klar, wir haben hier die nächste Generation der Tracer Muzzle Flash Generatoren. Das Ganze jetzt erweitert auf, eine Nebelmaschine, sodass jetzt endlich auch AEGs und Springer in den Genuss kommen von einem epischen Effekt. Das war ja vorher immer nur für die Gas Blowback User das Nonplusultra gewesen, aber jetzt dank Nebelerzeugung holt AEG und Springer auf. Von daher, das gibt auf jeden Fall einen Pro-Punkt. Nächster Pro-Punkt, die Verarbeitung absolut top, auch das Gehäuse schön neutral gehalten, haben wir jetzt zwar die Markierung drauf, hier von Martina, Smoky Wolf, aber schön tief ins Material geprägt, finde ich mega gut, wenn das so dezent gehalten ist. Und nächster Pro-Punkt, wir können den Tracer an sich rausnehmen und wenn es passt vom Durchmesser und von der Länge, könnt ihr das auch in einen anderen Suppressor-Gehäuse eurer Wahl reinstecken. Und das finde ich auch eine schöne Geschichte, dass es sehr individuell einsetzbar ist. Nächster Punkt kommt auch noch mit dazu, apropos individuell, ihr könnt euch das Gerät so einstellen, wie es für euch am besten ist. Also wie viel Qualm soll rauskommen, soll mit Tracer, soll mit Muzzle Flash oder nicht, das könnt ihr euch alles einstellen. Eine richtig gute Sache. Nächster Punkt, das würde ich sagen, sind jetzt die Neutralpunkte. Als Neutralpunkte sehe ich definitiv hier die Knöpfe. Finde ich nicht so schön, dass sie so tief drin sind. Wäre schön, wenn das, wenn die weiter nach draußen kommen, sodass man die auch wirklich mit den Fingern bedienen kann und hier nichts Spitzes zur Hand nehmen muss. Der nächste Neutralpunkt, dass wir hier keine 11 mm Adapter mit dabei haben, dass wir das an die Pistolen ranschrauben können. Das wäre für den Preis von 150 Euro, wäre es doch ein schönes Schmankerl gewesen. Das vermisse ich so ein bisschen. Negativpunkte habe ich auch. Zum einen, das Ladekabel, kein USB-C ist. Nicht zeitgemäß, verstehe ich gar nicht, warum da nicht auf USB-C gegangen ist. Wenn man das verbummelt, hat man wieder ein bisschen Ärger, sich da einen Ersatz zu holen. USB-C ist Standard. Von daher setze ich das als Negativpunkt drauf. Nächster Negativpunkt ist dieser kleine Gummistöpsel, der den Nebelflüssigkeitstank abdichten soll. Ich traue dem ehrlich gesagt nicht so. Man muss ihn richtig reindrücken. Ich habe echt Sorge, dass es doch irgendwie ein bisschen ausläuft und ihr euch den teuren Tracer damit versaut. Von daher, ja, klebt es nochmal extra zu. Sieht zwar scheiße aus, aber ihr steckt es ja so und so in diesen Adapter hier mit rein. Da fällt es nicht so auf. Also das würde ich mir bei der nächsten Generation wünschen, dass es hier eine Verschraubung ist für den Tank, dass wir USB-C haben und natürlich, wenn die Schalter, ja, für Wurstfinger auch geeignet sind. Das wäre richtig genial. So, dann haben wir, glaube ich, jetzt alles durch. Einen großen, großen, großen Dank nochmal an den Uwe von Softairzone, der so schnell reagiert hat und gemerkt hat, dass ich bedürftig bin, ja. und mir das zugeschickt hat. Ja, vielen, vielen lieben Dank. Ihr habt mir eine richtig große Freude damit gemacht. Und ich denke mal, ihr werdet auch eine Menge mit Spaß mit haben. Ich bin jetzt gespannt auf eure Meinung. Findet ihr das Quatsch? Ist es genau das Richtige? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Ich bin mega auf eure Meinung gespannt. So, kommt jetzt der Endspruch. Wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, klickt mal da oben drauf. Unten gibt es ein weiteres Video von mir. Wir sehen uns beim nächsten Review wieder. Bleibt mir alle gesund. Euer Bruce.